Rundschau. Mein Name ist Jasmin Schwarze. Heute sind wir hier zu Gast auf dem Kaufhofparkdach, weil nämlich gleich da unten auf dem Opernplatz in Kassel eine Großveranstaltung der FDP stattfindet. Es werden sprechen Christian Lindner, der Bundesvorsitzende der FDP, dann die Spitzenkandidatin in Hessen, Nicola Beer, und der Kasseler Lokalmatador Matthias Nölke. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Damals wurde dann die Kohl-Regierung abgewählt und wir gingen in die Opposition. Also ich habe durchaus schon einige Höhen und Tiefen in dieser Partei auch mitgemacht und sage von mir auch immer, ich bin kein Schönwetterliberaler, deswegen schreckt uns hier heute auch nicht so ein bisschen Regenschauer. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, dass das Wetter halten wird. Es hat ein bisschen zwischendurch mal geregnet, aber ich sehe die Sonne schon wieder strahlen und ich denke, spätestens dann auch zu Christian Lindner wird die Sonne dann auch wieder voll strahlen und die dunklen Wolken sich verziehen dann. Ja, vielen Dank. Ich denke, es ist auch immer wichtig zu wissen, wer da vor einem auf dem Wahlzettel steht, wer das eigentlich ist, wie man da wählen soll oder wer für eine Stadt Verantwortung übernehmen soll. Sie haben gerade eben angesprochen, die Höhen und Tiefen, die Sie mitgemacht haben. Die hat ja auch Frau Beer schon mitgemacht. Ich kriege das immer wieder mit, dass Journalisten fragen, ja, wie waren denn jetzt diese letzten 4 Jahre? Waren die letzten 4 Jahre schlimmer oder sind die nächsten 2 Wochen schlimmer? Nein, die letzten 4 Jahre, sie waren schwierig, sie waren anstrengend. Aber ich bin wahnsinnig stolz auf unsere Partei. Ich muss sagen, ich bin ja quer durchs Land gekommen. Gerade in den ersten 1,5 Jahren, als wir miteinander sehr intensiv darüber diskutiert haben, was das ist, was uns antreibt, was unsere Leidenschaft, was unser Herzblut ausmacht. Und ich habe die Mitglieder in dieser Partei wirklich von Nord bis Süd, von Ost bis West, von Ortsverband zu Kreisverband gesprochen. Wir haben miteinander die Nächte durchdiskutiert, uns die Köpfe heiß diskutiert, da hat das geraucht aus den Ohren raus. Aber man hat gesehen, wie viel Engagement, wie viel Leidenschaft dabei ist. Und genau deswegen kämpfen wir jetzt für weltbeste Bildung. Genau deswegen setzen wir uns dafür ein, dass man aus eigener Kraft wieder vorankommen kann. Und genau das ist es, was diese Partei jetzt auch so viel stärker auszeichnet, als in all den 20 Jahren, die ich davor erlebt habe. Wir sind wirklich zu einem Team zusammengeschmolzen. Es ist die Kraft der mittlerweile fast 60.000 Mitglieder, die uns vorantreibt, die es auch möglich macht, für einen hervorragenden Bundesvorsitzenden wie Christian Lindner so getragen zu werden, so arbeiten zu können. Christian Lindner, das Team im Präsidium und Bundesvorstand, es baut auf Ihrer Leidenschaft, auf Ihrer Kraft, auf Ihrer Unterstützung. Sie sind das Fund, mit dem wir wuchern können. Das ist ja beeindruckend. Ganz cool. Meine Damen und Herren, das beeindruckende Bild muss ich festhalten. Trotz des schlechten Wetters an einem Nachmittag unter der Woche so viele Menschen, die hier in Kassel zusammenkommen, um sich zu informieren über die Argumente der Freien Demokraten, das ist eine tolle Nachricht. Mehr noch, herzlichen Glückwunsch, dass Sie hier sind. Denn damit sagen Sie ja nicht nur was über die FDP aus, dass Sie hier sind. Es ist nicht nur ein Signal, dass unser Comeback in 12 Tagen möglich ist. Wenn Sie hier heute kommen, dann haben Sie auch etwas über sich selber gesagt. Denn die FDP ist eine kleine Partei. Über uns schreibt niemand. Über uns predigt keiner. Für uns streikt auch niemand. Wir sind eine kleine Partei. Wir sind darauf angewiesen, dass es Menschen wie Sie gibt, die sich ihr eigenes Urteil bilden wollen, die politisch unabhängig sind, die selber Fragen stellen und Antworten erwarten. Wenn Sie also heute hier sind, sagt das nicht nur was über die FDP aus, es ist auch ein Zeichen Ihrer persönlich-politischen Unabhängigkeit und Zivilcourage, für die wir Ihnen Respekt zollen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Tolle Botschaft. So, jetzt sind es noch 12 Tage bis zur Bundestagswahl. Endlich kann in Deutschland wieder gewählt werden.
Vier Jahre liegen hinter uns, vier Jahre einer großen Koalition, die doch keine großen Probleme gelöst hat, sondern die noch viel größere Probleme hinterlassen hat, wenn wir an Rente und Zuwanderung denken. Vier Jahre einer Opposition nur aus Grünen und Linkspartei, die doch so spannend waren wie eingeschlafene Füße. In 12 Tagen können Sie beides ändern, die Regierung und die Opposition, meine Damen und Herren. Endlich nach 4 Jahren. Eine neue Chance. Wenn man diesen Wahlkampf sieht, ich weiß nicht, ob Sie meinen Eindruck teilen, ich habe das Gefühl, es geht so haarscharf an den wirklichen Themen und Problemen vorbei. Haarscharf an dem vorbei, was eigentlich wichtig ist für unser Land und seine Zukunft. Haarscharf auch an der Mehrheit der Menschen vorbei. Es geht auch überwiegend um einerseits Flüchtlinge und andererseits Manager. Flüchtlinge und Manager. Jetzt kann man über beide und muss man über beide vieles sagen. Aber es gibt doch in Deutschland nicht nur Flüchtlinge und Manager. Es gibt doch nicht nur Menschen, die bedürftig sind. Sondern es gibt auch viele, die sind nicht bedürftig, sondern im Gegenteil sehr solidarisch, weil sie auch als Kfz-Mechatroniker und Krankenschwester viel leisten und viel abgeben, damit der Staat seinen Aufgaben gerecht werden kann. Und es gibt auch nicht nur Menschen, die aus dem Gröbsten raus sind, für die die letzte Frage ist Côte d'Azur oder Mallorca. Sondern dazwischen, zwischen bedürftig und aus dem Gröbsten raus, gibt es doch Dutzende Millionen Menschen, die auch ganz normale Fragen an die Politik haben und die in diesem Wahlkampf mit ihrem Wunsch nach besserer Bildung für die Kinder, nach persönlichem, wirtschaftlichem Vorankommen, nach Fragen der inneren Sicherheit so gut wie gar nicht mehr vorkommen. Deshalb dürfen wir im Wahlkampf nicht nur über die Ränder der Gesellschaft sprechen. Wir möchten der Mitte der Gesellschaft wieder eine Stimme geben. Es muss wieder Staatsräson werden, Politik für die Mitte im Land zu machen. Das, was ich über die Dokumente gehört habe, war auch, sage mal, viel schicker. Ja, das hätte ich zu meiner Pubertät gerne gehört. Das hätte manche Sorgen im Staat. Denn heute geht es um Inhalte und wir wollen Bildung verbessern, darüber sprechen, über Digitalisierung, über das Vorankommen der Menschen erleichtern. Aber die Debatte über Plakate und Äußerlichkeiten, das machen wir jetzt nicht. Dann wage ich nicht, zu widersprechen, weil ich die Meinungsfreiheit. Dann eine letzte Frage, weil ich weiß, dass ich nicht wegkomme. Ja, schade, wir hatten eigentlich ein Regelungsprinzip vorbereitet. Was bringt Ihnen jetzt zu den Sonntagstagen Wahlkampf rein oder Vertrag? Naja, die kämpfen doch um die Landesmehrheit. Ich glaube, wir bekommen ja eine neue große Koalition. Ich möchte, dass eine Partei der Mitte, der Europäischen Reihe, die Menschen vertraut, die Großopposition führt und nicht etwa die AfD, die Europa, die Linkspartei, die sozialistische Experimente machen will, oder die Grünen mit ihrer moralischen Überheblichkeit, die mir echt jetzt auf den Zeiger bieten, sondern wir bieten uns da an und deshalb kämpfen wir in den nächsten 10 Tagen. Ich habe mich
Alles klar, dann vielen Dank. Jetzt freuen wir uns ganz besonders, Frau Wehr hier oben auf dem Kaufhof-Kartenstand begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Wehr. Hallo, grüße. Den Auftritt heute hier in Kassel erlebt. Es war eine Bombe, stimmt. Also der Opernplatz, rappelvoll, die Menschen, fröhlich, optimistisch, auch irgendwo gespannt auf das, was dann ab dem 25.09. hoffentlich in Deutschland umgesetzt wird. Ja. Wie ist es denn für Sie als Frau in der Politik? Sie müssen sich ja jetzt in der relativen Männerwelt behaupten, wie schaffen Sie das? Auch ich muss sagen, das macht für mich gar keinen Unterschied. Ja, es kommt darauf an, dass man die Leidenschaft hat, dass man bereit ist, sehr viel Zeit zu investieren. Ich finde, man bekommt so viel zurück, nicht nur von den Mitgliedern, sondern auch von den Leuten, die man trifft, die man noch nie gesehen hat, die einen ins Gespräch verwickeln, die Fragen stellen, die einem auch gute Tipps geben, wenn ich unterwegs bin in Deutschland, in Schulen, in Kindergärten oder auch in Unternehmen, in Handwerksbetrieben. Ich nehme jedes Mal so viel mit, so viel Kraft, so viel Energie, so viele neue Ideen. Mach mich froh. Wann haben Sie angefangen, daran zu glauben, Nein, um Gottes Willen, das ist ja kein Beruf, den man einfach lernt, so wie man sich vornimmt. Es ist mehr eine Entwicklung heraus, nachher irgendwo überrufen. Ich war als junge Frau aktiv für bessere Schulen, in der Schülervertretung, nachher in der Jugendauszubildungsvertretung. Irgendwann kam dann die Politik dazu, die richtige Politik in der Partei. Dann wird man gefragt, ob man den Wahlkreis übernimmt, macht das auch ehrenamtlich lange Zeit, ja, und dann Landtagsmandat, Kabinettsmitglied, bis hin zur Schulministerin. Ja, aber ich bin infiziert, ich glaube, ich kann auch gar nicht anders. Und es geht letztendlich immer um das, was man verändern möchte, dass man Sachen besser machen möchte, Menschen bessere Möglichkeiten einräumen möchte, selbst was aus sich zu machen. Das ist das Schöne. Wie schaffen Sie es, so gut gelaunt und so fröhlich und strahlend im Haus zu sehen, bei dem ganzen Stress in den Veranstaltungen? Ich glaube, es hat viel mit der Leidenschaft zu tun, wenn man etwas macht, was einem wirklich Freude macht, was einem wichtig ist, auf das es ankommt. Dann hilft das über manche schwierige Stunde und manche sehr kurze Nacht. Aber ich habe Gott sei Dank sehr viel Rückhalt, nicht nur meiner Familie, bei meinem Lebensgefährten, meinen Kindern, meinen Eltern, sondern auch im Freundeskreis. Und die sagen dann immer, ich mach weiter. Dann auch manchmal soll es mal wieder schlagen, aber das hilft natürlich. Schön. Dann wollen wir Sie gar nicht jetzt gleich in Langeweile aufhalten. Wir müssen jetzt wieder los und wünschen Ihnen ganz viel Erfolg für Ihren Beitrag. Herzlichen Dank. Danke auch. Jetzt freuen wir uns, Matthias Nölke begrüßen zu dürfen. Hallo Matthias. Hallo. Wie hast du den Tag heute hier in Kassel empfunden? Ja, es war eine großartige, gelungene Veranstaltung mit fast 400-500 Besuchern und kam sehr gut an. Rechtzeitig ist das Wetter aufgeklärt, also es war ein kurzer, kleiner Nieselregen, aber wir sind ja keine schönen Wetterliberalen, wir halten halt auch mal ein bisschen Sturm und Wind aus. Auf deiner Webseite steht ganz groß Freiheitskämpfer 2017. Was bedeutet das genau? Damit will ich zum einen zum Ausdruck bringen, dass die Freiheitsrechte der Menschen immer ein Stück weit mehr eingeschränkt werden, im Hinblick auf immer mehr Bürokratie, Verwaltung, Bevormundung, Gängelung. Dagegen kämpfe ich, dass die Menschen nicht weiter bevormundet und gegängelt werden. Und ein anderer Punkt ist halt auch die konkrete Gefährdungslage in unserem Lande, Sicherheitsaspekte, weil die anderen Parteien neigen immer dazu, auf Bedrohung unserer Freiheit, unserer Sicherheit mit Einschränkungen zu reagieren von unseren Freiheitsrechten. Aber wir verteidigen und schützen unsere Freiheit halt nicht, indem wir sie einschränken. Und was willst du dagegen tun? Ich bin der Meinung, dass ein Staat, eine freiheitliche Gesellschaft, muss ein bestimmtes Gefährdungspotenzial aushalten. Ohne Risikobereitschaft gibt es keine Freiheit. Und im Zweifel, wenn die Frage ist, mehr Sicherheit, mehr Freiheit, entscheide ich mich immer für mehr Freiheit oder für die Freiheit, weil 100% Sicherheit wird es nie geben. Das wird dann zwar immer vorgegaukelt, von wegen, wir schaffen neue Gesetze, aber die Gesetze sind auch nur so gut, wie man sie umsetzen kann. Und die bisherigen Gesetze, die wir haben, die reichen völlig aus, wenn sie konsequent angewendet werden. Und dafür brauchen wir in erster Linie gutes Personal, sowohl in der Polizei als auch in der Justiz, gut ausgebildet und genügend Personal, um das halt auch umsetzen zu können. Sag mal, du bist ja in Kassel relativ bekannt. Wie bist du dazu gekommen, Politiker zu werden? Ja, was heißt relativ bekannt? Also ich finde jetzt noch nicht, dass ich so einen Promi-Status hätte, aber ich betrachte mich ja nicht als Politiker, sondern eher als ein Bürger, der sich mit Politik beschäftigt. Ich mache das ja alles noch ehrenamtlich und macht mir auch nach wie vor großen Spaß und bringe da, glaube ich, auch viel Herzblut mit. Und mir ist es einfach wichtig, dass man sich halt einbringt, weil eine Demokratie lebt vom Mitmachen. Und die Freiheit wird halt nicht zu Hause vom Sofa aus verteidigt. Ne?
Aber du hast ja jetzt reelle Chancen, in den Bundestag einziehen zu können. Gut, ich glaube, wir brauchen so 12-13%, damit es für mich am Ende reicht. Wir haben jetzt teilweise 10% in den Umfragen und noch 2 Wochen Zeit. Mal schauen, wenn wir da noch pro Woche 1,5% zulegen, könnte es reichen. Also wirklich sicher noch nicht, aber wir kämpfen natürlich bis 24.09. bis 18 Uhr. Ja, dann sind wir ganz gespannt auf den Wahlausgang und wünschen dir ganz viel Erfolg. Ja, vielen Dank und ich bin auch gespannt. Okay, vielen Dank.